Hallo, liebe Freifam-Zuschauer. Man möchte euch gern einen Grund nennen, warum es Sinn macht, dass ihr spendet für den Rechtsstreit, den wir gegen den Landtag in Baden-Württemberg führen. Und zwar geht es in dem Rechtsstreit darum, dass wir Freifam die Landtagsdirektorin kritisieren, weil sie dabei mitgeholfen hat, die politische Erpressung eines Vaters, nämlich mich, durch Kindesentzug durchzuführen und fortzuführen. Ja, also genauer gesagt, sie hat geholfen, diese politische Erpressung fortzuführen. Es geht darum, dass ich mit meinen Kindern über das Wechselmodell geredet habe, die gleichberechtigte Erziehung durch beide Eltern, getrennt lebenden Eltern. Und da hat ein Richter am Amtsgericht Ulm gesagt, der Dr. Markus Bühler, das sei eine Kindeswohlgefährdung. Und die Landtagsdirektorin, die war damals Richterin in unserem Fall, die musste entscheiden, ob denn der Richter befangen ist, weil er mich stigmatisiert als Kindeswohlgefährder, weil ich über das Wechselmodell rede mit meinen Kindern. Und hat sie gesagt, nein. Ja, obwohl ich die Argumente gebracht habe, dass es ja meine Meinungsfreiheit ist. Meine Kinder haben ja auch das Recht, die unterschiedlichen Meinungen ihrer Eltern zu erfahren. Wenn ich finde, Wechselmodell ist gut, die Mutter nicht, können sie sich selber ihre Meinung bilden. Und das ist ein wesentlicher Teil des Rechtsstreits, dass man da verhindern will, dass wir auf Freifam schreiben, das ist eine politische Erpressung, die da stattfand. Und dagegen müssen wir uns wehren. Wir müssen die Meinungsfreiheit in Familien schützen. Und die Meinungsfreiheit außerhalb, weil der Dr. Markus Bühler hat in seinem Beschluss damals auch geschrieben, dass die Internetseite, also Freifam, eine Kindeswohlgefährdung sei. Ja? Also geht es auch um Meinungsfreiheit im Äußeren, um Pressefreiheit. Also man hat in Baden-Württemberg einen Vater mir die Kinder genommen, weil der auf seiner Internetseite geschrieben hat, das Wechselmodell ist gut, bla bla. Ja? FDP setzt sich dafür ein, BGH. Hat gesagt, kann auch gegen den Willen der Mutter angeordnet werden. Kinderrechte, ja, Artikel 18 Absatz 1, die Vertragsstaaten, also auch Deutschland, sind verpflichtet, sinngemäß sicherzustellen, dass Kinder durch beide Eltern erzogen werden. Das ist das Wechselmodell, auch Doppelresidenz genannt oder Shared Parenting im Englischen und auch in den Kommentaren zur Kinderrechtskonvention. Also wenn man mit seinen Kindern darüber redet, ist es keine Kindeswohlgefährdung. Das kann nicht sein. Man will hier also die Meinungsfreiheit unterdrücken in Familien und außerhalb zum Wechselmodell in Baden-Württemberg und setzt dazu Kinder als Waffe ein. Emotionale Erpressung, psychische Erpressung, politisch motiviert. Und die Berichterstattung darüber will der Landtag mit seiner Direktorin platt machen. Wenn das Urteil des Landgerichts Ulm Bestand hätte, ja, wenn es rechtskräftig würde, dürften wir öffentlich nicht mehr schreiben, dass die Landtagsdirektorin eine politische Erpressung mit Kindern begünstigt hat. Ja, dass sie die Kinder missbraucht hat für eine politische Erpressung, dürften wir auch nicht mehr schreiben. Und das ist doch ein wesentlicher Teil der Kinderrechte, ja, dass Kinder das Recht haben auf Meinungsfreiheit, also sich unterschiedliche Meinungen anzuhören, auch ihre Eltern, und dass Eltern das Recht haben, mit ihren Kindern über das Wechselmodell zu reden, über ein Thema, das vielleicht der andere getrennte Elternteil nicht gut findet. So what? Das kann ja keine Kindeswohlgefährdung sein, nur weil es der andere Elternteil nicht gut findet. Also diese Form der politischen Erpressung, an der sich die Landtagsdirektorin beteiligt hat, die jetzt und wo der Landtag jetzt die Berichterstattung darüber aus der Öffentlichkeit kriegen will, da müssen wir uns wehren. Es ist wichtig, dass ihr spendet. Und ich habe es ja schon gesagt, wir haben die renommierte Rechtsanwaltskanzlei Steinhöfel gewinnen können. Die vertreten uns. Und damit haben wir gute Chancen. Die Kanzlei hat gesagt, alles, was wir auf Freifam gesagt haben, von dem der Landtag will, dass wir es unterlassen, ist von der Meinungsfreiheit gedeckt. Also mit so einer guten Anwaltskanzlei haben wir gute Chancen, unsere Pressefreiheit und Meinungsfreiheit zu schützen. Nicht nur in der Öffentlichkeit, sondern auch in Familien. Und wir werden auf Freifam natürlich darüber berichten. Wir werden das skandalisieren. Wir werden für eine große Öffentlichkeit sorgen. Bitte spendet, damit wir diese Freiheit haben, gegen den Landtag uns wehren können und pressemäßig, meinungsmäßig
darstellen können, was in Baden-Württemberg passiert, dass da Kinder benutzt werden von der Justiz, zu der auch die Landtagsdirektorin gehört hat und die auch involviert war, Kinder benutzt werden von der Justiz in Baden-Württemberg, um die Meinungsfreiheit von Eltern und Kindern zum Wechselmodell zu unterdrücken, diskriminieren, indem man sagt, das sei eine Kindeswohlgefährdung. Bitte spendet. Danke fürs Zuhören und Zuschauen. Ciao.